Einen schönen guten Abend und willkommen zu unserem Freitagsprogramm. Beginnen damit, den Geist kurz zu sammeln, die Aufmerksamkeit aus der Beschäftigung mit der Außenwelt, mit der Vergangenheit und Zukunft abzuziehen, Atem im Körper zu erleben. Achtsam und wissensklar jedes Ein- und Ausatmen, jeden Moment Gegenwart erleben. Und dann beginnen wir auch schon unsere Betrachtung, und zwar mit einem Beobachten der Körperlichkeit. Lassen es bewusst werden, wie unbeständig, wie unhaltbar. Dass Elemente flimmern und kribbeln, immer nur vorbeizieht, immer nur prozesshaft sein kann.
erinnern uns daran, dass wir nichts falsch machen, wenn Ernüchterung einsetzt, in uns klar wird, dass unsere Ansprüche auf Beständigkeit und Identität hier im Körperlichkeitsprozess mit Sicherheit nicht erfüllt werden. Dass wir hier nichts halten können. Nichts besitzen, nichts sein. So sehr wir uns auch sonst bemühen mögen, die Körperlichkeitszustände zu optimieren. Hier gibt es einfach nichts, woran man sich halten könnte. Nächstes betrachten wir die Unbeständigkeit des Empfindens. Mag es angenehm, unangenehm oder neutral sein. Auch hier kann ein direktes Sehen des wahren Verhaltens, wahren Unbeständigkeit, Empfindensprozesse Ernüchterung entstehen lassen.
Weiter betrachten wir die Unbeständigkeit, finden. Bis der Geist die Lust verliert, darin zu schwelgen, sich daran zu erfreuen, an Vorstellungen, wie toll ein zukünftiges Empfinden sein wird, muss uns nicht mehr faszinieren. Wir sehen ja, wie Empfinden wirklich ist. Beständigkeitsprozess. Beobachten den Wahrnehmungsprozess. Das Verdinglichen, Bedeutung zuschreiben allen sechs Sinneskontakten. Es ist uns sichtbar wert. Auch hier gibt es nichts festzuhalten, zu besitzen, nichts zu sein. Weder jetzt noch in der Vergangenheit, noch in der Zukunft. Lassen den Geist sich ausnüchtern vom Rausch der Selbstvorstellung. Hier in der Wahrnehmung ist nur Prozesshaftes zu finden.
Merken wir ganz allmählich, wie das Sehen der Unbeständigkeit, das sich erfreuen, schwächer werden lässt. Die erste Grundeinstellung des Geistes, das Erleben, Wahrnehmen, zuzugehen, eine Hoffnung auf Selbstglück. Wir den Geist leidenschaftslos werden hinsichtlich Wahrnehmungsprozesses. Erleben die Befreiung darin. Wie beobachten wir die Unbeständigkeit der Aktivitätsimpulse, Handlungsgedanken? Lassen auch hier die Illusion von Beständigkeit, Befriedigung und Selbst uns abgleiten? Wir haben die Lust, damit zu spielen, selbst auszuschmücken. Entdecken, was Befreiendes, Verblassen der Leidenschaft Sankaras gegenüber.
Und dann beobachten wir noch das Unbeständigsein, Auseinanderfallen der Sinnesbewusstseine. Nicht einmal Erleben selbst bietet Halt, lässt sich als Selbst verwerten. Von diesem Rausch können wir uns ausnüchtern. Denn angesichts der Unbeständigkeit von Vijnana aufhören, immer mit neuer Lust, mit neuem Appetit auf die Identitätsbildung zuzugehen. Erleben in einem Verblassen der Leidenschaft. Einen Vorgeschmack der Befreiung.
In 10 Minuten machen wir dann weiter mit unserem Austausch. Bis gleich.